Mal gucken, ob wir hier noch nützliche Sachen finden. Hättest auch was tragen von dem leichteren Zeug. Ja. Oh, 12 Pfeile. Also hier scheinen wir gerade sicher zu sein. Und die Wand ist ein Geheimweg. Das macht es noch einfacher. Also wir kommen damit nur in ein geheimes Alchemistenlabor. Was zwar auch ganz nett ist. Sanja. Ah, doch, das kann sie ja jetzt mit dem Messer. Sieben Tokaten. Klugheits- und Detektionselixier, Wundpulver. Oh, nette Sachen hier drin. Mein Atem geht hoch. Mein Atem geht hoch. Oh, wir haben sehr viele Pfeilspitzen jetzt. Komm, bieg wieder in die andere Richtung ab, dann. Was? Du findest etwas? Wo? Und normalerweise, wenn er um die andere Ecke ist, sollten wir an ihm vorbeilaufen können. Laufen wir erstmal hier rein, in der Hoffnung, dass er uns hier drin nicht findet. Ein Schwert, ein Bord. Stahl und Kohle. Na, Vorgrim ist noch nicht wirklich überlastet. So. Was haben wir hier? Lass das mal Vorgrim machen. Ein Einbeersaft, ein Verband und Geld. Na klar. Das bin ich. Hm, Lederbeinschienen könnte sie mal vielleicht verkraften. Fällt mir gerade so auf. Es gibt leider keine Lederschultern, glaube ich. Ich versuche mein Bestes. So, das heißt, wir können da lang, aber wahrscheinlich geht's da weiter.
Ich höre, wie sie näher kommen, die zwei. Also das Höhlensystem ist hinter uns eingestürzt. Da kommen wir nicht weiter zurück. Wir sind gerade in den Werkstätten. Die scheinen ja auch nicht gerade groß zu sein. Ja, wir müssen nur etwas Geduld haben. Aber auf jeden Fall, so wie es aussieht, kommt er nicht hier rein. Also sollten wir jetzt auf jeden Fall erstmal den Raum wechseln, in den Raum hier. Oh, hier wäre eine Hier ist eine Werkbank. Wie praktisch. Aber erstmal wieder auf Schleichkurs gehen. Stahl und Sandstein. Pfeilspitzen und Holzleim. Also. Orkischen Kompositbogen kann sie nicht herstellen. Da sind die Fähigkeiten zu niedrig. Ein paar Jagdbolzen. Aber wir haben kein Ulmenholz. Doof. Und ja, ich höre ihn gerade sehr laut laufen. Also seit dem Hundeführer kommen wir super vorbei bis jetzt. Nachdem wir wissen, wo er langläuft. Hier sind Fallen. Wir haben ein bisschen Zeit, weil bis er rumdreht. Au. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Also abfackeln. Also was dagegen benutzt mal ein Wundpulverchen. Lass doch mal Vorgriff machen. Ich versuche mein Bestes. Oh, kleines Kämmerchen. Folgt mir. Du kannst das Schloss knacken. Oh. Bolzen, Pfeile, Dukaten und noch mehr Wundpulver. Mhm. Ja, jetzt hat sie sehr viele Pfeile. Ich habe einen Quicksave gemacht. Mal gucken. Vielleicht
Dann sind wir schneller als der Ork hier durch. Ja, so wie es aussieht, hätte der Ork-Hundeführer den Wachraum alarmiert. Schleiche ich an den Orks vorbei. Ich konnte mich an den Orks vorbeischleichen. Sie haben noch immer noch nichts von meiner Anwesenheit mitbekommen. Das könnte mir entscheidende Vorteile bringen. So, ich habe Stufe 10 erreicht, was mir schon mal den Vorteil bringt, dass ich das um 1 erhöhen kann. Feinentschärfen kann ich nicht verbessern mehr. Zwergnase kriegt Vorgeln. Sanja. Wer kriegt eigentlich mal Sinnesschärfe? Ja, das könnte sich mal gut gebrauchen, mehr Sinnesschärfe. Du... Noch 2 Punkte den Kälteschock. Ein Zwerg, ein Wort. Zwergnase ist auf Maximum. Ja. Dann halt sammel du mal Punkte für noch mehr Konstitution. Und ja, ich habe Punkte. Etwas mehr Selbstbeherrschung. Wobei für... mehr Konstitution. Am besten gleich 2 Punkte, so. Weil wir werden noch genug Erfahrungspunkte in diesem Labyrinth kriegen. Mal sehen, was passiert jetzt, wenn ich... Naja gut, der Questabschnitt ist abgeschlossen. Ich habe Erfahrungspunkte dafür gekriegt. Was? Du findest etwas? Wo? So. Das heißt, wir können uns jetzt noch das Lager am Anfang angucken. Mein Atem geht ruhig. Also den Raum hier, wo wir uns eigentlich nur durchgeschlichen haben. Der hat ja jetzt keine Verstärkung rufen können. Also nicht wirklich Alarm schlagen können. Mal gucken, ob jetzt die Türe überhaupt aufgeplatzt ist. Thanks.
Ja, das macht gerade sehr viel Spaß. Also ja, ich lade mal. So, also wir kriegen sie auf jeden Fall tot, wenn wir es richtig machen. Deswegen erstmal den Hundeanführer töten, weil dann können wir auch gucken, was dahinter, ob dahinter noch was ist. Oder ob das wirklich nur ein Wachraum voller Orks ist.